Hey meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier bei mir Herz und Seelentarot. Schön, dass du dabei bist bei der heutigen Botschaft, beim heutigen Liebesorakel. Ich möchte mal schauen, was kommt heute denn in der Liebe auf uns zu. Am Ende dieser Kartenlegung werde ich auch noch auf eure Fragen schauen. Ich hatte es im letzten Video angekündigt, weil das letzte Video nur so kurz und knapp war und diesmal ausnahmsweise keine Herzbotschaft oder Seelenbotschaft war. Da hatte ich ja angekündigt im Video, schreibt gerne bis zum 16. in die Kommentare, also bis gestern quasi. Wer bis gestern Abend noch kommentiert hat, der wurde drangenommen. Alle anderen hatte ich angekündigt, kann ich leider nicht mehr dran nehmen, weil ich dann natürlich jetzt auch das Video aufnehme für euch heute. Und ja, alle, die also kommentiert haben, werden von mir die Botschaft bekommen zu ihrer Frage, eine kurze und knappe Botschaft. Das folgt am Ende der Kartenlegung. Ja, jetzt kommt erstmal die allgemeine Legung. Also ich beginne jetzt gleich mit der allgemeinen Botschaft und am Ende werde ich nach und nach noch eure Fragen, die ihr gestellt habt, kurz und knapp beantworten. Also, ich beginne jetzt erstmal mit der Botschaft im Allgemeinen. Was kommt jetzt in der Liebe? Wow, hier ist das Herz. Es kommt Liebe für dich herein. Gute Nachrichten in der Liebe werden kommen. Gefühlvolle Nachrichten. Wow, wunderschön. Gefühlvolle Nachrichten kommen jetzt in der Liebe und das relativ zeitnah. Innerhalb der nächsten paar Stunden oder Tage kommen hier wirklich wunderschöne Botschaften auf dich zu. Was ist das hier heute für eine Botschaft? Wow, hier kommt Bewegung in Sachen Liebe. Das heißt, diese ganze zähe Energie geht heraus und hier kommt eine Beständigkeit in einer Verbindung. In einer besonderen Seelenverbindung kann das sein. Beziehungsweise im Allgemeinen kommt hier eine wunderschöne, erfolgreiche und langfristige Energie. Hier ist die ganz klare Botschaft, dein Wunsch, den du manifestiert hast, dieser wird wahr. Eine Wunscherfüllung kann kommen. Das heißt, alles, was noch unklar ist, ja, das liegt ja auch noch im Buch. Etwas wird jetzt aber nach und nach geöffnet. Das heißt, es gibt ja vielleicht noch ein paar Geheimnisse, aber lass mal die einfach mal Geheimnis sein, denn das kann sich hier noch alles nach und nach öffnen. Ich sehe hier also ganz klar die Tendenz mit dieser Botschaft auf jeden Fall den Hinweis, hier kommt Veränderung in der Liebe, hier kommt eine schöne Energie. Und du wirst nach und nach alles noch kennenlernen. Du brauchst dir den Kopf nicht, kaputt denken. Es kommt hier auf jeden Fall Klarheit. Die ganzen Umwege und verstrickte Energien, die gemacht wurden mit einer männlichen Person, die gehen jetzt hier heraus. Etwas, was hier im Hintergrund noch ist. Hier kommt eine positive Veränderung. Für dich kommt hier jemand, womit du noch gar nicht rechnest. Hier kommt eine positive Energie auf dich zu. Etwas Wunderschönes, ja, kann ich hier nochmal sagen, was eine beglückende Veränderung ist. Hier kommt ein Mensch, den du vielleicht im ersten Moment gar nicht als Partner siehst. Hier kommt eine Liebe auf dich zu. Es ist vielleicht noch der Mangel vorhanden beim Thema Selbstliebe. Hier muss man auch auf sich selber schauen. Wo ist der Mangel noch im Herzen? Dieser Mangel im Herzen darf bearbeitet werden und dann kommt es hier auch zu einer schönen Veränderung. Diese Heilung braucht aber Zeit. Es ist jetzt nicht so eine Hoppla-Hopp-Energie, sofort schnell alle Ängste weg. Es kann sein, dass sich manches noch etwas hinzieht, aber dieser Weg wird sich definitiv lohnen. Ja, definitiv die Bestätigung, die ganzen Streitereien, Unklarheiten werden bereinigt und es ist sicher, dass es hier ein Kennenlernen möglich ist. Ein Kennenlernen, eine Date-Energie, Flirty-Energien, Treffen. Vielleicht hat es auch mit einem Geburtstag zu tun, vielleicht auch ein Jahrestag, der hier wichtig wird. Okay, es kann natürlich sein, dass der eine oder andere bereits schon in einer Partnerschaft ist und es hier ein paar Unklarheiten mit dem Partner gibt. Ein paar Überraschungen werden hier vielleicht geplant. Jemand hat ja eine Überraschung für dich. Das hat vielleicht auch mit einer Situation zu tun, mit einem Treffen. Vielleicht lebt man auf Distanz zueinander und möchte sich hier wiedersehen. Und hier kommt dann die Energie, wow, dass man hier
miteinander spricht, dass man hier Lösungen findet, dass man hier miteinander flirtet, datet. Auch wenn man schon zusammen ist, ist ja eine aufregende Energie. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Okay, Missverständnisse gehen raus. Das darfst du wissen. Also auch hier mit dem Buch hat das zu tun. Etwas, was noch unklar ist, etwas, was du noch nicht weißt, vielleicht vermutest. Ja? Wenn du ein paar Gedanken hast, die gegebenenfalls auch falsch sind, ist das hier der Hinweis. Manches ist vielleicht auch einfach nur deine Angst, weshalb du an sowas denkst. Bitte gebe dieser Mangel- und Angstenergie nicht so viel Raum. Das ist hier wichtig. Denn es ist wichtig, dass du darauf vertraust, dass hier jemand an deiner Seite ist, der sich auch bemühen wird. Hier ist jemand in seiner Kraft, in der männlichen Aktivitätsenergie. Hier kommt das Treffen. Also falls du dich fragst, kommt das Treffen, kommt ein Kontakt, kommt wieder eine Date-Energie auf dich zu mit dem Wunschpartner oder Partner im Allgemeinen? Ja, ich sehe, hier kommt eine Date-Energie. Hier kommt etwas Wunderschönes. Hier ist eine freudige Energie. Es kann auch sein, dass es hier noch eine Art Lernpartner gibt oder Ex-Partner-Energien, die man erstmal noch loslassen muss, damit man sich danach für etwas Neues öffnen kann. Eine andere männliche Energie blockiert quasi eine neue Liebe, die sich hier eigentlich ankündigen möchte. Hier möchte kurzfristig gesehen eine Liebe auf dich zukommen. Es dauert nicht mehr lang, aber du bist vielleicht noch in einer Situation, hängst einem Ex-Partner hinterher oder den Energien, den Gedanken, was immer mit alten Bekanntschaften geschehen ist. Ja, ein Hin und Her, ein On und Off. Aber ich sehe hier ganz, ganz klar, da kommt etwas Neues. Hier möchte eine Veränderung kommen. Und all die ganzen Neid-, Eifersuchtsenergien auch in Bezug auf dich, ne, dass du vielleicht Befürchtungen hast, ja, vielleicht ist da eine andere Frau, was könnte da noch alles passieren? Ist er der Richtige? Ja, nein, vielleicht. Ne, all diese Gedankenkarussell-Energien, raus damit, denn das braucht man nicht mehr. Das wirst du auch erfahren bei einer Begegnung, bei einem Treffen, bei einem Date. Man geht hier miteinander aus, das sehe ich hier schon, das darf gemacht werden. Und dann sehe ich hier, wow, im Haus der Störche wird dann hier die Karte Sonne liegen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall eine Veränderung zum Glück. Hier kommt das Positive herein. Hier kommt eine glücksversprechende Energie. Hier kommt Vertrauen herein. Vielleicht ist das dann erstmal eine entspanntere Basis miteinander, ein Kennenlernen auf freundschaftlicher Ebene. Aber auch auf dieser freundschaftlichen Ebene kann mehr entstehen. Hier ist eine Beständigkeit, ja, in dem Moment, wenn man nicht direkt sofort mit einer Partnerschaft etwas erreichen will, ne, nicht sofort an eine Partnerschaft denkt, sondern das Ganze erstmal natürlich und locker und leicht entwickeln lässt, dann sehe ich hier absoluten Erfolg. Hier sehe ich eine Stabilität, eine Sicherheit und ja, wow, auf jeden Fall sehe ich hier trotzdem auch die Energien, dass Missverständnisse bereinigt werden können. All das, was noch irgendwo, ja, auch im Inneren mit dir zu tun hat, was Unklarheiten, Misstrauen, Falschheiten auch betrifft. Wie gesagt, das möchte hier herausgehen. Vielleicht auch deine Energie, dass du glaubst, ja, naja, das ist nur eine Freundschaft, das kann nichts werden. Ne, das könnte auch sein, dass sich da doch noch ein Wandel zeigen kann, dass doch daraus etwas mehr werden kann. In dem Moment, wo du dich zurückhältst, wo du dich erobern lässt, du musst nicht immer alles tun. Lass den Mann Mann sein, also lass dein Gegenüber auch natürlich aktiv sein, beziehungsweise in die Aktivitätsenergie kommen und aktiv auch sich um dich bemühen. Es sind noch Ängste, die das Ganze blockieren, aber diese Blockaden können auch jetzt heute zum Vollmond gelöst werden. Es möchte ein Wandel kommen und dabei hilft es immer auch kleine Rituale zu machen, beziehungsweise ja, auch wirklich nochmal in sich hineinzuhören, was will ich eigentlich von der Seele her? Habe ich mich selber vielleicht da falsch ausgerichtet? Ist mein Glaubenssatz immer noch so pessimistisch? Muss ich mich selber vielleicht mal positiv ausrichten? All das, was ich in der Vergangenheit mit einem bestimmten Menschen oder mit Ex-Partnern oder sowas erlebt habe, dieses ganze On- und Off-Dual-Seelenweg, Lernaufgaben hin und her, das kann jetzt auch mal vorbei sein, wenn man es mal zulässt. Wo ist dein Blick noch letztendlich falsch? Wo ist dein Blick noch zu sehr auf Ängste und negative Gedanken fokussiert? Oder wo bist du direkt dann in einer Energie, da ist jetzt jemand Neues,
Nee, weiß ich nicht. Ach, das ist nur Freundschaft, ne? Wieso nicht mal sich dafür öffnen? Hier kann etwas Wunderschönes entstehen. Wir sehen es ja hier. Hier kommen Liebesnachrichten von einer Person, die es ernst mit dir meint. Das sehe ich hier schon. Jemand, der sagt, hey, ich möchte dich sehen, hey, ich möchte dich treffen. Jemand, der sich bemüht. Aber um so eine Person ins Leben zu lassen, muss man sich auch dafür öffnen, vom Herzen her dafür öffnen. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, du darfst dich öffnen und dann kannst du dich am Ende entscheiden, wen und was du möchtest. Ob du das Ganze hin und her mit einer Person noch haben möchtest aus der Vergangenheit, ob du dich selber positiv ausrichtest. Ja, du schaust dir quasi das Ganze hier noch an. Du zweifelst, du bist sehr unsicher. Ja, wie geht's da jetzt endlich weiter? Wann ist es soweit? Es kommt alles auf dich zu. Je erwartungsloser du dran gehst, beziehungsweise je weniger Druck und Erwartungen du an eine bestimmte Situation oder Person hast, desto mehr kann sich da entwickeln. Desto freier kann es fließen und das Universum kann dann alles Glück hier auf dich zukommen lassen, wenn du es nur zulässt. Das ist hier das ganz, ganz Wichtige. Und dann kannst du dich entscheiden, für wen und was du möchtest. Ja. Nur aktuell ist noch der Mangel da. Aktuell ist noch der Mangel in der Bewegung. Aktuell ist diese Liebe noch nicht da. Ein alter Schmerz muss hier noch verarbeitet werden, damit dann etwas Neues entstehen kann. Damit dann eine neue Liebe kommen kann oder no im Allgemeinen neues Liebesglück kommen kann, musst du auch hier in Bewegung gehen, transformieren und ja, an dir arbeiten und dann heilen. Hier kommt eine Energie der Stabilität. Hier kommt eine neue Verbindung. Wie gesagt, hier kommt eine neue Verbindlichkeit. Wenn du bereits, wie gesagt, mit jemandem zusammen bist, dann gibt es momentan noch mal so eine kleine misstrauische Energie, vielleicht Kleinigkeiten wie Streit, Energien auch, die im äußeren Umfeld sein könnten, die das Ganze schwieriger machen, zueinander zu kommen. Es war letztens schon mal die Energie, vielleicht hat es mit einem Haustier zu tun. Beziehungsweise irgendwas ist zu Hause los. Irgendwas ist hier, was eine Angst, eine Hemmung Energie macht. Etwas steht euch beiden quasi noch im Weg. Ja, das könnte auch hier eine andere männliche Person sein, vielleicht auch die Arbeit. Vielleicht auch gesundheitliche Aspekte, soll ich sagen. Etwas steht hier noch im Weg, dass man nicht so richtig zueinander kommen kann, dass man aneinander vorbeiredet, beziehungsweise manches wird noch verborgen. Aber ich hatte ja auch gesagt, hier plant bereits jemand etwas, eine Art Überraschung. Versuch nur du nicht zu neugierig zu sein, soll ich hier auch sagen. Ne? Wenn hier dein Partner eine Überraschung für dich plant, dann habe ich dir das jetzt hier gesagt. Ja, aber lass es fließen, lass es gedanklich wieder los und lass dich überraschen, wenn es soweit ist, wenn es kommt. Ja, das ist ja das Wichtige. Freu dich, denn hier möchte ein Neuanfang kommen, ein neues Kapitel möchte kommen. Ja, es kann hier auch die Energie sein einer Schwangerschaft, was natürlich auch ja, ein neues Haustier sein kann, natürlich. Aber Neuanfangsenergien möchten hier stattfinden. Etwas möchte langfristig halten, diese Verbindung möchte langfristig gelebt werden. Hier ist Kommunikation aktiv. Also heute ist hier eine Verbindung angesprochen, in der kommuniziert wird. Ja? Falls gerade kein Kontakt besteht, kann ich hier sagen, da kommt wieder Kontakt. Hier flattert ein Brief, eine Nachricht ins Haus, eine glücksversprechende Nachricht, eine glücksversprechende Botschaft. Ja, wenn dein Gegenüber bis jetzt im Rückzug war, zurückhaltender war, kommt da eine Klärung. Neue Kommunikation mit euch wird kommen. Du darfst ganz in deiner Balance sein. Du darfst ganz in deiner inneren Kraft bleiben und innerlich darauf vertrauen. Es kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Kümmere du dich um dich und deine Gedanken. Räume deine Gedanken auf. Ja? Wenn du noch hier so wie im Nebel stehst, auch gedanklich so hin und her gerissen bist, das löst nicht das Problem. Ja, akzeptiere, wenn du ein paar Dinge nicht siehst, wenn du ein paar Dinge nicht weißt, wie geht es weiter, was ist da jetzt genau im Hintergrund los, was denkt mein Gegenüber. Bitte zerdenke es dir nicht. Es gibt ja die lustigen Bilder immer wieder, auch auf Instagram, auf Social Media, wo zwei Personen im Bett liegen. Die Frau denkt darüber nach, ja, was denkt er jetzt wohl? Hat er bestimmt eine andere? Denkt er an irgendeine andere? Währenddessen
ne, der Mann dann in dem Moment da liegt und an irgendwas Lustiges denkt, an irgendeine Serie, an irgendein leckeres Essen oder sonst irgendwas. Ne? Also sprich, manchmal verkomplizieren wir es uns auch selbst. Also sprich, deine Gedanken sind deine Energien, deine Gedanken kreieren deine Realität auch mit. Sprich, in dem Moment, wo du zu sehr negativ denkst, kommt es dann irgendwann so weit. Wenn du immer wieder denkst, ah ja, er hat bestimmt eine andere, ah ja, er findet mich ja gar nicht mehr so attraktiv, ah ja, ich bin ja eh so nicht mehr so schön und ja, wir haben ja eh immer nur Streit und er mag mich auch nicht mehr so doll. Ja, irgendwann ist es soweit. Irgendwann kommt es dann da zu dem Punkt. Wenn du aber innerlich vertraust, ja, natürlich, mein Partner liebt mich, ja, natürlich, ich bin die wundervollste Frau der Welt, ja, natürlich, er vergöttert mich, ja, natürlich, wir werden uns jetzt wieder treffen, ja, natürlich, ich bekomme Liebesgeständnis von meinem Gegenüber, ja, natürlich, ich habe überhaupt keine Angst davor. Dann manifestiert sich das natürlich genauso. Und das möchte sich ja hier manifestieren. Hier möchte sich eine Liebe manifestieren. Eine positive, glücksversprechende Energie möchte kommen. Wie gesagt, es liegt auch an dir. Dein Schicksal liegt auch an dir. Also pass genau auf. Es könnte sein, dass es ein bisschen schwieriger ist, auch auf die, naja, Wünsche zu achten. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Geheimnisse, ein paar Fantasien, ein paar Leidenschaften, nenne ich es jetzt einfach mal, die ein bisschen verborgen bleiben. Vielleicht solltest du dich da auch noch mal genauer hineinfühlen. Gibt es ein paar Dinge, die du vor deinem Wunschpartner bis jetzt noch, oder deinem Partner, wenn er schon dein Partner ist, noch verborgen hältst? Gibt es ein paar Dinge, Fantasien, die man zurückhält, was man gerne mal ausprobieren möchte, was man mal gerne machen möchte, miteinander oder auch alleine, ne? Je nachdem. Hier kannst du diese Energien mehr zum Ausdruck bringen, wenn du dich mehr um deine eigene innere Kreativität ja, bemühst und dir das mal anschaust. Ja, hier gibt es noch Blockaden in deinem Inneren. Was ist dein sehnlichster Wunsch? Welcher Wunsch ist jetzt noch nicht erfüllt? Diese Blockaden möchten rausgehen. Das sind noch karmische Blockaden. Du kannst diese Blockaden lösen, indem du natürlich einerseits dankbar dafür bist, was jetzt gerade bereits alles in deinem Leben ist, dass du dich auch kreativ auslebst. Das heißt, sei es malen, tanzen, ja, stricken, fotografieren, irgendwas spielen, Hobbys ausleben, im Allgemeinen Sport machen, etwas, was dir vom Herzen her Spaß macht, was deiner innerlichen weiblichen Energie hilft, dich zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Energien sind ja aktuell noch blockiert. Deine weibliche Energie ist hier noch ein Stück weit blockiert, weil du vielleicht zu sehr auch in dieser verstandesanalytischen, männlicheren Energie bist. Wenn du mehr in deine weibliche Energie kommst, also achte bitte darauf, je mehr du in deiner weiblichen Energie und Gelassenheit bist, desto mehr kommt dein Gegenüber in die männliche Aktivitätsenergie. Ja, hier sind noch verstrickte Energien. Ja, das alles, was ich hier gesagt habe, ich nehme heute gar nicht so sehr eine weibliche Energie wahr, sondern wenn dann die Energie des Gedankenkarussells, des Hin und Hers, Missverständnisse in eurer Verbindung, das möchte gelöst werden, das darf auch verarbeitet werden. Hier kommt eine Problemlösung. Man wird darüber sprechen, man wird erkennen, was wirklich wichtig ist. Man wird hier Frieden finden, man wird Klarheit finden, man wird hier die Liebe zum Ausdruck bringen können und dann wird man sich auch ganz klar entscheiden, wie der Weg weitergeht, beziehungsweise dann wird man auch sehen, wie der Weg weitergeht. Also das ist die Botschaft für heute. Eine wichtige Botschaft finde ich persönlich und ja, wenn du damit in Resonanz gehst, dann lass mich das doch gerne mit einem Like wissen. Ich möchte jetzt noch einmal zum Abschluss mit den Engel der Liebe Orakelkarten schauen für eure Verbindung, für diese Liebe. Was kommt jetzt hier in dieser Verbindung? Hier zeigt sich schon eine Karte. Deinen Seelengefährten herbeirufen. Wow, wunderschön. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Ja, Gedanken sind Energien, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Und lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Sei nicht zu versteift in deiner Meinung. Das wird nichts. Das wird niemals was werden, ne? Lass es zu. Schau einfach, welchen Plan hat das Universum. Das göttliche Timing bestimmt dein Liebesleben. Vertraue darauf, dass du Antworten im richtigen Moment bekommen wirst. Ja, das ist die Botschaft für heute mit dem großen Liebesorakel.
Ich werde jetzt die Karten einmal wegräumen und dann auf eure Fragen eingehen, die ihr kommentiert habt unter dem letzten Video, wie angekündigt. Okay, gut, meine Lieben. Insgesamt sind es 10 Kommentare, die zählen. Alle weiteren Kommentare, die heute jetzt noch kommentiert werden, die kann ich leider nicht mehr dran nehmen, weil es dann jetzt zu spät ist. Aber vielleicht werde ich es nochmal irgendwann wiederholen. Das heißt, alle, die jetzt nicht mehr dabei sein konnten oder es jetzt zu spät gesehen haben, nicht traurig sein, falls es nochmal dazu kommen sollte, dass ich es erst zu einem späteren Zeitpunkt schaffe, ein Video zu drehen oder also einen Tag später oder sowas. Oder wie gesagt, wenn ich irgendwas nicht richtig einhalten kann, werde ich da natürlich nochmal so ein Angebot machen und euch auch rechtzeitig Bescheid geben. Also, ich beginne jetzt nach und nach mit den einzelnen Botschaften, mit euren Fragen. Ja, ich nenne natürlich den Namen, der auf YouTube kommentiert wurde. Ja, also, Melis 2, du hast kommentiert und möchtest gerne eine allgemeine Botschaft, was gerade wichtig ist für dich. Also, Melis 2, was ist jetzt gerade aktuell wichtig für dich? Eine Botschaft, der Hund, die Wege und das Schiff. Ja, du darfst dich für deinen Weg entscheiden. Hab Vertrauen. Welchen Weg möchtest du gehen? Wie möchtest du vorwärts kommen? Welche Glücksenergien möchtest du im Leben erhalten? Hat es vielleicht auch tatsächlich mit der Liebe zu tun? Bei dir sind hier ein paar Energien, dass es vieles sich schon lange zieht. Vielleicht eine Angelegenheit mit einer Freundschaft, wo man Entscheidungen treffen muss. Aber auch insgesamt ist es wichtig für dich, Vertrauen zu haben auf deinem Weg, mutig zu sein, ja, du selber zu sein. Halte dich nicht zurück, halte dich selbst nicht klein. Das ist das Wichtige. Hier ist das Wichtige für dich, hier kommt Glück herein. Nicht nur das kleine Glück, auch das große Glück mit der Sonne. Hier kommt spätestens bis zum nächsten Sommer eine wichtige Herzensentscheidung für dich. Hier kommen glücksversprechende Veränderungen für dich. Das heißt ja, all diese ganzen Ballastenergien, was du noch als Ballast mit dir herumschleppst auf deinem Weg. Stell dir vor, du gehst ja diesen ganzen Weg lang mit diesen Stäben, mit diesen 10 Stäben. Ja, da kommst du auch nicht richtig vorwärts, ne? Das zieht sich schon sehr, sehr, sehr lange. Du hast hier belastende Energien in deinem Umfeld, musst hier Dinge für dich überprüfen, etwas für dich verändern, zu dir selber stehen. Das heißt, verstecke dich nicht. Sei und zeige dich so, wie du bist. Und dann ist das hier das absolute Go für dich. Da kommt der Erfolg. Der Erfolg kommt für dich auf deinem Weg, wenn du an dich selber glaubst. Wow. Und wie gesagt, eben belastende Energien aus deinem Leben selber entfernst. Und das ist das Wichtige. Hier gibt es sozusagen Verzögerungen auf deinem Weg, die gelöst werden müssen. Ja, das ist die erste Botschaft. Botschaft Nummer 2 von Isabella. Isabella, du hast jetzt hier noch geschrieben, wird dein allgemeiner gesundheitlicher Zustand bald wieder stabiler? Ja gut, genaue gesundheitliche Angaben kann ich natürlich nicht machen, aber im Generellen kann ich mal hier schauen, wie geht es gesundheitlich, vor allem auch mental für dich weiter. Ja, hier sind ja ein paar Depressionen vielleicht, ein paar negative Energien in deinem Inneren, das sehe ich hier schon. Wenn es natürlich mit einer schweren Krankheit zu tun hat, dann bitte zum Arzt gehen. Ja, da bin ich kein Facharzt. Das sollte nur von Fachärzten abgeklärt werden. Aber ich sehe hier, das ist ja wahrscheinlich eher so eine psychische Angelegenheit, so eine innere Unruhe. Aber ich kann hier sagen, deine Gedanken kreieren deine Realität auch mit. Ja, du darfst auch unter Leute gehen, du darfst glücklich sein, du darfst Chancen nutzen, um dich selber zum Strahlen zu bringen. Hier ist die Energie, hier ist es wichtig, dass du Chancen ergreifst und Veränderungen somit in dein Leben bringst. Deine Leidenschaft, dein Temperament zum Ausdruck bringen ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Du bekommst vielleicht auch Unterstützung von einer anderen Person, von einer männlichen Energie. Das könnte eine Vaterfigur sein für dich oder ein Bruder oder Opa-Energie, kann es natürlich auch sein.
eine männliche Energie in deiner Familie oder Freundeskreis oder eine Art Chef. Also ich sehe hier, dein Zustand wird wieder stabiler mit Unterstützung von einer anderen Person. Vielleicht kann es auch was mit dem Finanziellen zu tun haben, weshalb es dir auch so mental, körperlich auch ein bisschen schwieriger ist. Achte da bitte gut auf dich. Wer befindet sich in deinem Umfeld? Und ja, Gespräche zu führen kann hier auf jeden Fall helfen. Vielleicht auch eine Art Therapeut. Das sehe ich hier auf jeden Fall. Ja, das sollte hier beachtet werden. Aber ansonsten sehe ich hier schon glücksversprechende Energien, das ja, einfach zum Ausdruck zu bringen, was gerade innerlich bei dir los ist, das auch schon helfen wird, dass die Mitmenschen dich besser verstehen. Und dann, wenn es mal ausgesprochen ist, dann wird es dir danach auch wieder besser gehen. Das definitiv. 74 Temi. Die nächste Frage kommt von 74 Temi oder 74 Temi. Was zeigt sich jetzt für dich in der Liebe? Was kommt in der Liebe auf dich zu? Okay, hier ist die Energie eine männliche Person. Hier ist aber auch noch eine andere weibliche Person. Okay, hier zeigen sich einige Karten. Mal sehen, was zeigt sich denn hier? Ja, das ist noch ein langer Weg. Vielleicht auch teilweise mit Herzschmerz. Hier gibt es jemanden, der vielleicht deine Liebe nicht so sehr zu schätzen weiß, wie du diese Person magst. Ja, es hat auf jeden Fall mit dir zu tun. Vielleicht ist das dann doch eher nur eine freundschaftliche Ebene und doch keine Liebe, so wie du es dir wünschst. Schau mal, was zeigt sich jetzt hier. Hier sehe ich schon ein bisschen Liebeskummer, ja, eine Liebe, die quasi nicht angenommen wird. Du gibst hier einer Person einen Kelch, aber diese Person schaut gar nicht darauf. Diese Person hat hier noch andere Möglichkeiten. Ja, hier sehe ich eher die Energie. Du trittst auf einer Stelle, beziehungsweise hier ist Liebeskummer, hier ist eine Traurigkeit. Das muss auf jeden Fall erstmal für dich verarbeitet werden. Du solltest dich hier eher aus dieser Situation befreien, damit du innerlich selber wieder glücklicher wirst, damit du danach selber wieder strahlen kannst. Also, wenn du gerade auf jemanden fixiert bist, wenn du einen Wunschpartner hast, dann ist diese Person wahrscheinlich nicht so die richtige Person. Hier ist immer wieder ein On und Off oder gegebenenfalls sogar eine andere weibliche Person. Und deshalb solltest du hier nicht in der Warteposition bleiben. Das ist die Botschaft, die ich hier für dich sehe. Okay. Das war diese Botschaft für dich. Die nächste Frage, die nächste Botschaft ist für Sandran 9614. Was erwartet dich bis Ende des Jahres noch? Was kommt da auf dich zu? Bis zum Ende des Jahres. Was kommt da auf dich zu? Eine Leichtigkeit, eine Lebensfreude. Was kommt bis zum Ende des Jahres auf dich zu? Oh, wow, wunderschöne Glücksenergien. Bis zum Jahresende wirst du alten Schmerz und Kummer, vielleicht auch so eine unsichere, schwankende Energie bereinigen können. Hier kommt Klarheit für dich herein. Ja, das ist noch eine schwankende Energie. Wow, passend auch hier. Ne, mal auf, mal ab. Immer so dieses Hin und Her. Hier ist der Wellengang im Hintergrund zu erkennen. All das, was so eine verstrickte Energie zeigt, wird zu Ende gehen. Du wirst hier wieder glücklich sein. Du wirst hier wieder neue Freude im Leben erfahren. Schicksalshaft kommt eine Veränderung auf dich zu. Bis zum Jahresende kommt hier eine Veränderung. Es kann, muss ich dazu auch sagen, noch einen kleinen familiären Schicksalsschlag geben oder dass man hier sich vielleicht von einer Person distanzieren sollte. Ne? Wie gesagt, erstmal im Schicksalsschlag, sage ich jetzt mal so ein bisschen außen vor halten. Aber das deutet natürlich auch auf eine sehr traurige Energie hier auch hin. Beziehungsweise eine belastende Energie, das kann auch mit einer Freundschaft zu tun haben, mit einer anderen weiblichen Person in deinem Umfeld, die es nicht so ehrlich mit dir meint. Da muss man sich mal vielleicht daraus distanzieren. Dann kommt da aber auch dann wieder das Glück.
Befreie dich von Belastungen, von verstrickten Energien, von Umwegen, vielleicht von einer anderen weiblichen Person in deinem Umfeld. Da muss ein Wandel entstehen, ja, damit du dann auch wieder hier fröhlicher bist. Hier gibt es vielleicht ein paar Situationen, ja, wo man Konkurrenzdenken hat oder diese Person, wo einfach nur der schöne Schein da ist. Das muss hier wirklich in den Wandel gebracht werden. Das ist die Botschaft für dich, meine liebe Sandra N9614. Genau. Die nächste Botschaft kommt jetzt für Henrietta Berischer. Ich hoffe, ich spreche übrigens euren Namen richtig aus. Falls nicht, tut mir leid. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur euren Namen so nennen, wie sie auch in den Kommentaren stehen. Also Henrietta. Was kommt da für dich, auf dich zu, auf deine Frage? Wie geht es bei dir in der Liebe weiter? Wie geht es bei dir in der Liebe weiter? Wow, da kommt ein schicksalshafter Wandel. Streitigkeiten, Belastungen, ja, werden gelöst. Wie geht es für dich in der Liebe weiter, Henrietta? Oh, wow, hier kommt auf jeden Fall Liebe auf dich zu. Hier kommt eine Partnerschaft. Vielleicht hast du damit nicht mehr gerechnet. Hier kommt eine glücksversprechende Energie. Wenn es vorher immer wieder kompliziert war, wenn es vorher aufregende Energien gab oder keinen Kontakt gab, ja, hier kommt wieder der Kontakt. Hier kommen schöne Energien. Hier kommt eine glücksversprechende Energie für dich. Hier kommt eine Liebe mit einem Person, die dir nahesteht, jemand, der sich um dich bemühen wird. Also ich sehe auf jeden Fall absolutes Liebesglück für dich, meine Liebe. Also bei dir kommt ein schicksalshafter Wandel. Hier kommt Frieden in einer Energie. Bis zum Jahreswechsel, wofür natürlich auch das Rad des Schicksals stehen kann, kommt hier jemand in seine männliche Energie, in seine Kraft. Hier erwartet dich eine Partnerschaft, eine liebevolle Energie. Hier eine schon schöne Nervosität, ne, flatternde Energien. Ganz nach dem Motto, ja, diese Karte muss nicht immer was Negatives bedeuten. Auch hier diese fünf Stäbe stehen auch für diese Botschaft, ja, nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Also hier ist Kommunikation, viel Kommunikation, Telefonate, etwas Wunderschönes kommt hier auf dich zu in der Liebe. Wow, wunderschöne Botschaft, da brauche ich auch gar nicht länger reden. Die nächste Frage ist für Günther Liesegang. Eine Frage für dich. Auf deine Frage, wirst du Weihnachten 2024 mit einem Partner verbringen? Wirst du Weihnachten 2024 mit einem Partner verbringen? Ja, die Tendenz ist eher nein. Hier ist eher eine Single-Energie. Wirst du Weihnachten mit einem Partner verbringen? Die Tendenz ist eher nein. Also ich gucke mal, was das Tarot jetzt hier noch dazu sagt. Vielleicht wirst du Weihnachten mit einer anderen weiblichen Person verbringen. Und das ist auch schön. Oder komplett in deiner inneren weiblichen Kraft sein, in deiner weiblichen Energie. Aber mit einem Partner sehe ich hier. Hab noch Geduld. Hier müssen andere Dinge noch abgeschlossen werden. Hier muss etwas für dich innerlich transformiert werden. Es ist eine gute Möglichkeit für dich jetzt da, dich nochmal anders zu orientieren, beziehungsweise genau hinzuschauen. Also sehe die Energie. Nein, da hast du noch vielleicht ein Stück weit falsche Hoffnungen, falsche Glaubenssätze. Ich sehe hier eher die Energie, wenn dann mit weiblichen Personen. Wirst du Weihnachten verbringen, vielleicht mit Freundinnen, Bekannten oder der Familie, aber mit einem Partner an deiner Seite sehe ich hier eher den Mangel. Tut mir leid. Aber ich kann auch nur das sagen, was in den Karten zu sehen ist. Also, nee, Weihnachten ist da jetzt nicht so eine Bewegungsenergie für dich.
Jetzt noch die Botschaft für die liebe Claudi 5982. Ist die Ausbildung, die du gerade machen möchtest, das Richtige für dich? Ist es das Richtige für dich? Langfristig gesehen, nein. Es wird dir vielleicht erstmal helfen, so ein bisschen ein paar Glaubenssätze zu überwinden, beziehungsweise was dazu zu lernen. Aber ich sehe hier im Generellen, langfristig gesehen, wird das eine Herausforderung für dich sein. Also da solltest du dich vielleicht nochmal umschauen. Langfristig gesehen ist das, was du gerade machst, die Ausbildung, die du machen möchtest, ist vielleicht... Ja, vielleicht erstmal in deinem Gedanken eine schöne Energie und die Hoffnung auf viel Geld. Allerdings sehe ich, wow, ja, okay. Ich sehe allerdings hier vielleicht Konkurrenzkampf. Ich sehe, hier ist etwas viel Besseres, was noch auf dich wartet. Also es ist die ganz, ganz klare Botschaft, den Gedanken, den du da hast, eine Ausbildung, die du machen möchtest, vielleicht ist da auch eine Ausbilderin, eine andere weibliche Person involviert. Etwas wird dich da eher zurückhalten, eher hemmen. Und da kannst du nicht dein volles Potenzial entwickeln. Also ich sehe tatsächlich, dass du dich vielleicht da doch noch mal ein bisschen anders orientieren solltest. Die Ausbildung, die du machen möchtest, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Richtige für dich. Also das ist hier eine klare Botschaft. Blockade mit dem Berg, mit dem Fuchs, mit dem Tod, der hier als Tarotkarte sogar ist. Und hier auch diese Energien. Langfristig gesehen wirst du da keinen finanziellen Erfolg haben. Das verzögert deinen Weg eher. Ja, vielleicht solltest du dich da nochmal anders orientieren. Ist eine ganz, ganz klare Botschaft für dich. Katharina, deine Frage ist, wird sich der Streit zwischen ihm und dir widerlegen? Wird es eine Versöhnung kommen? Wird sich dieser Streit widerlegen? Wird es wieder friedlicher werden? Okay, Moment, hier hat sich noch eine Karte umgedreht, die möchte ich nochmal hier herausholen. Was zeigt sich denn hier? Ich habe es doch gerade gesehen, hier ist diese schöne Erfolgskarte. Ja, hier kommt der Erfolg, auch wenn es jetzt erstmal so ein Nebeneinanderherleben ist, auch wenn es jetzt gerade so diese Streitenergie ist, es wird wieder ruhiger werden. Hier kommt der Umbruch, der Turm steht in dem Moment, ganz klar dafür, so wie es gerade ist, ist es nicht mehr danach. Also sprich, gerade aktuell ist es nicht so schön. Danach bereinigt sich das alles erstmal. Ne? Man muss jetzt hier nochmal alles neu sortieren. Man lebt vielleicht aktuell so ein Stück weit eher neutral nebeneinander her. Beziehungsweise das wäre hier der Hinweis, man muss da erstmal wieder eine neutrale Ebene schaffen. Diese Schwierigkeiten, die Blockaden lösen. Und dann eben diese Blockaden, diese Hürden zum Ende bringen. Hier muss etwas vollendet werden. Es muss erstmal alles so auf den Tisch gebracht werden, ausgesprochen werden. Und dann sehe ich auch, hier kann wieder eine Versöhnung kommen. Ich nehme auch noch die Lenormand-Karten. Wird sich der Streit zwischen ihm und dir widerlegen? Was zeigen die Lenormand-Karten? Jetzt aktuell noch nicht. Aber hier kommt wieder eine Sicherheit herein. Hier kommt wieder eine Öffnung füreinander. Es ist wichtig, dass alles mal auf den Tisch kommt. Es ist wichtig, dass alles jetzt mal bereinigt wird. Dass man nicht immer wieder diese ganzen Umwege miteinander geht. Also es braucht jetzt gerade aktuell noch etwas Zeit. Ja, gerade aktuell braucht es noch Zeit. Es ist noch eine Phase vielleicht, die sich das ganze Jahr oder die nächsten Wochen noch ein bisschen ziehen wird. Aber danach wird man dann besser einander verstehen, besser einander die Person einschätzen können und dann auch selber noch Entscheidungen treffen können, geht der Weg noch gemeinsam weiter oder nicht. Es ist aktuell noch die Energie, ja, hier ist noch Streit, aber es ist auch Potenzial da, definitiv zu erkennen, dass hier Problemlösungen dadurch stattfinden werden, dass hier diese verstrickten Energien, sowohl mit der Welt als auch mit dem Sarg, und dem Turm, dass da nochmal der Wandel kommt. Ja, diese Möglichkeit besteht definitiv. Ja, das darfst du wissen. Also, ich hoffe, ich konnte dir da auch die Antwort geben. Es wird da, wie gesagt, aber trotzdem noch etwas wahrscheinlich dauern. Okay, Anja Hohmann, du hast jetzt noch die Frage gestellt, kommt er bald nach Deutschland? Ich gehe mal davon aus, dein Gegenüber, dein Wunschpartner ist damit gemeint. Kommt er bald nach Deutschland?
Okay, was zeigt sich hier? Hier zeigt sich die klare Botschaft. Hier gibt es noch eine Verzögerung. Hier gibt es auf jeden Fall noch die Tendenz, dass es sich etwas zieht, aber es besteht eine Möglichkeit. Er möchte eigentlich, er will vielleicht, ja, dich treffen, dich sehen. Er redet aber vielleicht immer wieder so ein bisschen um den heißen Brei herum. Also das sehe ich hier schon, ne? Dieser Wunsch, dieser temperamentvolle Wunsch, muss ich auch sagen, ne? Ja, man will es sozusagen angehen, aber so richtig in die Pötte kommen, tut er noch nicht so richtig, ne? Das ist dann noch diese schwankende, feststehende Energie. Es ist immer dieser Wunsch da, ja, ich will kommen, ja, ich will zu dir kommen, ja, ich will dich sehen, bei dir sein, deine Nähe genießen. Aber dann ist immer diese Tendenz, es bleibt immer nur bei dem, ja, ich will das auf jeden Fall machen. Aber in Bewegung gehen ist aktuell noch schwer. Beziehungsweise, du musst da vielleicht auch einen Weg finden aus diesem Kreislauf heraus. Es selber anders angehen. Überlege mal, fragst du immer wieder nach einem Treffen? Fragst du immer danach, ob er kommt? Frag vielleicht mal nicht mehr danach. Manifestiere da deinen Wunsch, aber lass den Wunsch los. Lass diese Verbindung ein Stück weit mehr los, damit es dann auch zu dir fließen kann. Du hast einen starken Wunsch, hältst sehr stark eben daran fest, aber du solltest das Ganze ein bisschen lockerer und ein bisschen leichter betrachten, damit auch er in die männliche Aktivitätsenergie kommen kann und seine Versprechen einhalten kann, zu seinen Worten stehen kann und dementsprechend selber auch ja, den Anreiz hat, wirklich aktiv zu werden, in die männliche Energie zu kommen und zu sagen, ja, hey, komm, ich setze alles in Bewegung, ich setze alle Hebel in Bewegung, ich will zu dir kommen. Das ist im Inneren schon da, aber hier gibt es noch eine innere Blockade bei dir, beziehungsweise aber auch bei ihm, in eurer Verbindung, das ist noch so dieses, ich will es unbedingt haben, ich will unbedingt dran festhalten, lass es freier fließen, lass es ein Stück weit los, den Wunsch. Übergib diesen Wunsch dem Universum und dann kommt es bald. Aber nicht dann, wenn du es unbedingt haben möchtest, sondern lass es freier fließen und dann kommt es hier zu einer Begegnung, zu einem Date. Das ist ja definitiv möglich, aber geh lockerer an die Angelegenheit heran. Und achte aber auch darauf, dass es nicht zu sehr nur um ja, so diese Flirt-Energien, die körperlichen Energien geht. Soll ich hier im Allgemeinen auch nochmal sagen, ist wichtig. Aber ja, eine Chance besteht. Aber aktuell ist noch diese hemmende Energie. Deshalb ist es nur immer der Gedanke, ja, ich will es unbedingt tun, ja, ich will unbedingt kommen, aber die Umsetzung fehlt noch. Die Umsetzung muss definitiv kommen und da solltest du anders herangehen an diese Energie, damit es dann wirklich auch in die Umsetzung kommt. Okay, die letzte Frage ist jetzt noch von Manuela. Deine Frage lautet, meldet sich dein Herzmensch bald wieder? Okay. Du, meine Liebe, hast ja auch immer häufig kommentiert. Das freut mich natürlich auch. Ich sehe immer alle eure Kommentare, auch wenn ich manchmal nur ein Like da lasse oder im Allgemeinen, ja, auch natürlich gerne auch eure Kommentare kommentiere. So, meine Liebe, Manuela, wird sich dein Herzmensch bald wieder melden? Hier ist noch eine Verzögerung, aber irgendwann kommt wieder Kontakt. Ja, vielleicht tatsächlich in dem Moment, wo du quasi ihn abgeschrieben hast, wo du nicht mehr daran denkst, wo du neu beginnst. Wenn du sagst, okay, Moment, stopp, er kann mich mal. So, nach dem Motto, jetzt einfach mal freigesprochen. Du sagst hier, okay, es kommt hier nichts mehr von ihm, okay, dann distanziere ich mich jetzt von ihm. Ich beginne jetzt ganz neu. In dem Moment, wo du es losgelassen hast, in dem Moment quasi, wo du keine Erwartungen mehr daran hast, dasselbe Thema wie gerade davor. Es wird wieder Kontakt kommen, wenn du nicht mehr darauf wartest, wenn du es nicht mehr erwartest, kommt ja plötzlich wieder Aktivität. In dem Moment, wenn du den Gedanken daran losgelassen hast, hab Vertrauen, hab Geduld und Vertrauen, gehe das Ganze eher freundschaftlicher an, ja. In dem Moment, wo du dich distanziert hast, wo du hier losgelassen hast, dein Schiffchen nimmst und quasi schon wegsegelst, dann kommt hier wieder Kontakt.
in dem Moment, wo du nicht mehr darauf wartest und es erwartest. Das ist hier die ganz, ganz klare Botschaft. Es kommt wieder Kontakt, aber lass den Gedanken daran frei fließen. Lass das Ganze mit deinem Herzmensch bitte mal komplett los für eine Woche oder zwei Wochen. Kümmere dich jetzt bitte wieder mehr um dich. Der Fokus sollte jetzt wieder mehr bei dir liegen und nicht mehr bei deinem Gegenüber, ob er sich meldet oder nicht. Vertraue darauf, es kann kommen, aber bitte nicht auf Biegen und Brechen erzwingen. Ja, das ist die Botschaft jetzt noch für dich. Somit habe ich alle Botschaften beantwortet. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen ausreichend beantworten und ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und vom Herzen alles Liebe für euch alle.